Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Dieses Mal spielen wir das Schicksalswillen. Und da spielt Yusei gegen diesen einen komischen Spinnendude da. Also der mit dem Mal der Spinne. Ich habe bloß seinen Namen vergessen. Ich glaube, der fing irgendwie mit B an oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe auf jeden Fall die ganze zweite Staffel zu Ende geguckt. Also die Duelle hier kann ich schon spielen, wobei das könnte ich vielleicht auch spielen, je nachdem. Könnte ich auch mal reingucken. Ja. Ich glaube, es kamen jetzt 2 Tage keine Folgen mehr. Ich wollte gestern noch aufnehmen, aber es war dann doch ein bisschen zu spät. Nachdem ich gestern fast den ganzen Tag eigentlich keine Zeit hatte. Nachdem ich irgendwie 3 Stunden lang Yu-Gi-Oh! Decks zusammengebaut und eingetütet habe. Und dann noch dann bei Tobi war und dann mit ihm dann noch irgendwie knapp 4 Stunden Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Ja. Hab ich am Abend noch gestreamt und so und dann war es eigentlich vorbei. Aber gut. Ich hau einfach die Folgen jetzt im Nachhinein raus. Sieht man dann. Oder seht ihr dann. Ah ja, der Roman hieß er. Yusei beeilte sich, um Roman, den Anführer der finsteren Auserwählten, zu treffen, der gleichzeitig auch Rex Goodwins Bruder war. Oh, jetzt habe ich mehrfach geklickt. Was ich getan habe, Kellen hat seinen eigenen Weg gewählt. Ich bin nicht für seine Entscheidung verantwortlich. Wenn jemand schuld ist, bist du es, Roman. Du hast ein völlig verwirrtes Kind ausgenutzt. Immer langsam mit den jungen Pferden. Ich habe ja nicht mir die Schuld gegeben. Wir haben alle genau das getan, wofür das Schicksal uns bestimmt hat. Du warst dazu bestimmt, deinen Freund in Bedrängnis zu bringen. Genauso wie ich dazu bestimmt war, deinen Vater zu vernichten. Mein Vater? Irgendwie faszinierend, dass der Auserwählte, der mich besiegen möchte, ausgerechnet Professor Fudos Sohn ist. Du kämpfst gegen eine Macht, deren Auswirkungen dir noch gar nicht bewusst sind. Eine Macht, die von deinem Vater erweckt wurde. Vor etwa 20 Jahren hat dein Vater Planetenpartikel entdeckt. Diese Partikel wurden in einem wirken wie ein Planetengetriebe und verbinden eigentlich voneinander unabhängige Teilchen miteinander. Und das Team meines Vaters führte einige Experimente durch, bei denen sie die Planetenpartikel verwendeten, um große Molekularstrukturen zu bauen und zu steuern. Das führte dann zur Entdeckung von NRD und dem Bau eines NRD-Reaktors. Zu dem Zeitpunkt sind Rex und ich dem Team dann als wissenschaftliche Mitarbeiter beigetreten. Jeder war damals begeistert davon, welche Möglichkeiten der Reaktor bot. Die Forschungsarbeiten gingen reibungslos voran, bis eben zu jenem schicksalsträchtigen Tag. Jedes Mal, wenn wir einen Test mit dem NRD-Reaktor durchgeführt haben, kam es in New Domino City zu seltsamen Wetterphänomenen. Der Professor machte sich große Sorgen und wollte die Experimente sofort aussetzen und den Reaktor abschalten. Das fand ich nicht so toll, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also habe ich weitere Untersuchungen angestellt. Ich habe festgestellt, dass bei den weit entfernten Nazca-Linien zur gleichen Zeit, in der wir unsere Tests durchgeführt haben, ebenfalls seltsame Wetterphänomene auftraten. Also beschloss ich, zu den Nazca-Linien zu reisen, um mir das einmal näher anzusehen. Hat mir dort von einer Legende erzählt, nach der alle 5000 Jahre mächtige Geister erschienen und miteinander kämpfen. Die Nazca-Linien sollen dabei böse Geister sein, die nach ihrer Niederlage gegen den großen Drachen verbannt worden waren. Ich bin also losgefahren, um mir diese Linien selbst einmal anzusehen. Dabei habe ich einen Mann getroffen, einen Mann namens Iliaster. Iliaster. Irgendwie hatte er von der NRD-Experimenten erfahren und meinte, dass wir sie unbedingt fortführen müssten. Genau dann habe ich etwas nun Unerklärliches gehört. Es war keine Stimme wie deine, die zu mir sprach. Es waren noch keine Worte. Aber diese Stimme gab mir zu verstehen, dass der NRD-Reaktor die Kraft besaß, das Siegel der Nazca-Linien zu durchbrechen und die Schattenarmee freizugeben. Der Reaktor war ein Instrument des Schicksals und die Stimme hat mich dann überzeugt, dass ich derjenige war, der spielen sollte. Ja, Professor Fudo seines Amtes enthoben und den NRD-Reaktor zerstört.
Das aber führte zu einer schrecklichen Katastrophe, die New Domino City in zwei Teile spaltete und das Tor zur Unterwelt geöffnet hat. Die Geschichtsbücher stimmen also nicht. Am Ende war mein Vater dran schuld, dass die Stadt zerstört wurde. Nein, you say. Dein Vater war ein selbstgerechter Langweiler, der nicht verstanden hatte, wozu der Energiereaktor in der Lage war. Er war ein Versager, genau wie du. Denn ich werde den König der Unterwelt wieder auferstehen lassen. In Wirklichkeit war Roman der Typ, der den Energiereaktor hier... Ups. Der den Energiereaktor sabotiert hat und alles kaputt gemacht hat. Oh, Nullwache. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, wenn der zweite mehr Karten zerstören will. Oh. Ein Sternstopp, 3 Spezialbeschwörung. Oh, cool. Synchrobarriere. Oh, er spielt Spiegelkraft, oh mein Gott. Na komm. Selbstzerstörungsameise. Ja, moin. Dann hole ich mal Gerumpelkrieger. Die Kombo. Zerstöre ich die Ameise. Ich kriege zwar 1000 Damage, aber es ist ja egal. Oh, Stimmen. Was Schnellzieh-Synchron, der Stufe 5. Indem du ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legst. Lieben Synchro-Empfänger für eine Synchro-Beschwörung verwenden. Und ein Synchro-Empfänger als Material, okay. Lol. Ach, dann kommt nochmal ein heulendes Insekt raus, okay. Dann zerstöre ich eine verdeckte Karte. Ach, finstere Käfer. Mal gucken, ob er dann den Tempokrieger angreift oder nicht. Nein, er greift ihn nicht an.
Oh, Nitro-Krieger, nice. Komm, dann gehe ich auf Nitro-Krieger. Wieso kann ich die beiden finden? Ah, ich brauche Nitro-Synchron für den. Stimmt ja. Stimmt ja. Ja, ich gehe nochmal auf. Ja, gehe ich nochmal auf gerumpelte Krieger. Kommt der wenigstens die Angriffspunkte von Tempokrieger dazu? Nein. Oh mein Gott. Kann ich da noch was anderes aktivieren? Straße zum Sternenlicht. Ja, ich möchte Sternenstaubdrache als Spezialbeschwörung beschwören. Bäm, das ist die Combo. Möchte ich den Effekt einer Karte aktivieren? Ach komm. Hol ich mir Gerumpel-Synchronisierer. Dann kann der auch angreifen. Ewig infernaler Käfer. Wow. Echt jetzt? Die haben alle mehr Verteidigungspunkte als Tempokrieger Angriffspunkte hat. Uff. Uff. Nee, das möchte ich nicht machen. Das würde, das wären tatsächlich 100 Schadenspunkte mehr. Oh ja. Oh, ich könnte sogar auf Nitro-Krieger gehen. Das wären dann noch mehr Angriffspunkte. Das müsste aber jetzt vorbei sein, das Duell. Komm, Sternenstaubdrache. Glaubst du wirklich, dass es vorbei ist? Nun ja. Wenn es dir nicht gelingt, alle finsteren Auserwählten bis zum Sonnenuntergang zu besiegen, wird der König der Unterwelt auf jeden Fall auferstehen. Du.
Uru habe ich bekommen. Einfacher Bienensoldat. Alles klar. Gut, dann spielen wir noch Schatten des Zweifels. Oh, müsste ich aber mal hier die Szene wieder auswählen. Ich habe auf dich gewartet, Jackie. Das ist wieder diese andere Kali. Sieht tatsächlich irgendwie besser aus als die vorherige Kali-Version. Nein, du kannst keine finstere Auserwählte sein. Doch, das bin ich. Kali, wer hat dir das angetan? Wer, Jack? Du machst wohl Witze. Die Antwort ist dir wohl eindeutig. Du bist da verantwortlich dafür. Nein, du irrst dich. Ich bin derjenige, der versucht, dich zu retten. Also bitte. Du hattest beschlossen, mich zu meiden, weil du dachtest, ich wäre einer der Paparazzi. Das stimmt nicht. Ich habe dich auf Abstand gehalten, weil ich nicht wollte, dass du verletzt wirst. Nein, das ist dir nicht gelungen. Und jetzt ist es an mir, die Sache wieder gerade zu rücken. Aber was für eine Ironie. Früher war ich hinter dir her und habe jeden deiner Worte andächtig gelauscht. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Jetzt bist du derjenige, der verzweifelt ist. Das stimmt. Ich möchte ganz verzweifelt die alte Kali wiederhaben. Und das werde ich auch. Verlass dich drauf. Yes, können wir mal mit Jack Stack spielen. Und haben wir schon mal mit dem Deck gespielt? Ich glaube nicht. Wir haben nur dagegen gespielt, das weiß ich. Oh, majestätische Drache. Harmonische Welle. Lege ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof, von deiner Hand oder deinem Deck. Du kannst diese Karte Spezialbeschwörung in Angriffsposition beschwören. Die Frage ist. Ah, für eine Spezialbeschwörung, okay. Ja, diese Karte entsprechend der Anzahl Monsterkarten in deinem Friedhof. Welches Level ist der Rotdrachenarzt Unterwäldler? Er ist Stufe 8. Ja gut, dann aktiviere ich jetzt einfach zweimal harmonische Welle. Bam. Dann habe ich zwar keine Handkarten mehr, aber ist ja egal, weil ich habe dann den Rotdrachenarzt Unterwäldler. Angriff. Schicksalsdame, Wind. Nein. Oh. Urresonator. Kann diese Karte dann auch noch nicht durch Kampf oder durch Karteneffekte zerstört werden? Aber ich setze ihn in den Angriff. Nein! Er wurde gecancelt. Damit. Wobei, was sagt die Karte da eigentlich? Falls alle offenen Monster, die kontrolliert Schicksalsdarm-Monster sind, annulliere die Aktivierung einer Zauber- oder Feindkarte oder die Normalbeschwörung eines Monsters. Okay. Damit hätte sie Rotdrachen Arzt der Wettel auf jeden Fall nicht. Jetzt kommt er wieder zurück. Was ist geerbte Reichtümer?
Swiss. Ja gut, ja, dann spiele ich jetzt Zwillingsschwertplünderer und zerstöre die eine Schicksalsdame. Ah, oh, teuflische Kette, ja moin. Da war wohl Jacks Combo nicht so gut. Und Schicksalsdame Erde. Da bringt mir die Combo mit dem Resonator auch nichts mehr. Oh, Kampfausblender. Das wäre eine Möglichkeit. Und nochmal Schicksalsdame Erde. Oh, ruf die Gejagten. Uff. Aber trotzdem hat die mehr als der Rotdrachen Arzt und der Weltler. Ihre Stufe mal 400. Während jeder deiner Standby-Phasen erhöht sich die Stufe dieser Karte um 1. Der kann es nicht mehr gewinnen. Tatsächlich, da warte ich jetzt noch. Und nochmal 400. Ja, okay. Ich glaube, das war's dann. Das war's an der Stelle komplett. Oh. Aber für sowas bräuchte ich ja das majestätische Drache. Dann könnte ich auf den majestätischen roten Drachen gehen, aber... Oh, nice. Ich weiß, dass, weiß nicht, auf diese Art beschworen wird. Phase des Gegners. Ja, während der nächsten Endphase meines Gegners. Brauche ich aber einmal ästhetische Drache dafür. Und ich kann sie halt jetzt nicht mehr outen. Echt jetzt, das zerstört meine eigenen Monster auch. Das ist okay. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ah, gut. Ändere eine Resonate Stufe 4 mit. Ja, das ist mir schon klar, dass ich das kann. Und dann mache ich das jetzt nochmal schnell. Also gucke ich, dass ich das noch hinbekomme. Das muss ich nächstes Mal machen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal nicht wieder so lang vorlesen. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay, das ist schon eine bessere Hand. Und wir haben ein schwarzes Loch, also.
Das ist auch so eine Karte, die richtig lästig ist eigentlich. Und sie tributiert. Jetzt auf den Friedhof zurück und ziehe dann, okay. Dein offenes Monster, wen das, das du kontrollierst, das hat 400 ATK. Okay. Die gute alte Frucht der Arzt und der Bettler. Wer kennt die nicht? Oh Gott, das ist der. Das ist die Kombi. Oh, Schicksal beeinflussen. Mal gucken, wann sie diese andere Schicksalsdame da spielt. Schon wieder Schicksal beeinflussen. Wie oft hatten die das? Oh, nochmal schwarzes Loch. Wobei, komm. Okay, damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet, dass der Resonator hier liegen bleibt. Wobei, der ist ja immer noch ein Empfänger. Ja gut, ich kann aktuell nichts mehr machen. Ich hätte auch den anderen Urresonator legen können, aber das macht halt keinen wirklichen Sinn. Oh, Landformen. Ogre des scharlachroten Leidens. Okay, das hört sich nicht so schlecht an, an Monsterkarten, aber ich habe bloß zwei Monster auf dem Friedhof. Sehr gut. Weil ich schwarzes Loch nächste Runde eigentlich so oder so spielen müsste. Weil die jetzt über 3000 ist. Komm. Oh, harmonische Welle.
komm, dann dreht sie meinen Angriff. Dann spiele ich nochmal einen Uri-Sonator. Dann wird der natürlich kurz weggebanished. Wenn ich sie jetzt mit den Resonatoren weghau. Oh, Schicksalsdame, Wasser. Na gut, dann. Einmal. Und zweimal. Und dann kommt Rotdrachen Erzunterwäldler. Und dann I'm banishing you from the land. Kali, Kali, halt durch, Kali. Kannst du mich hören? Ja, Jack, ich höre dich. Du schaffst es. Glaub an dich. Ich weiß, Jack, ich werde es schaffen, aber nicht hier. Ich werde alles tun, um dich zurückzubringen. Ich werde nie die Hoffnung aufgeben und ich werde nie aufhören, für dich zu kämpfen, Kali. Ich weiß, Jack, deshalb bist du ja meine Nummer 1. Nun, denn ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Auf Wiedersehen, Jack. Und Asla Piscu. Weltkanal. Und Schicksalsdame Feuer. Ja gut. Dann hätte ich gesagt, dann ging das jetzt lang genug. Dann machen wir als nächstes mit Akiza gegen diese Modelfrau weiter.